Wenn Sie das Ergebnis mitgeteilt bekommen und es handelt sich um ein positives Ergebnis, dann ist die erste Reaktion eine Stressreaktion, eine Angstreaktion und man durchläuft da mehrere Phasen, um diese Reaktion zu verarbeiten und damit umzugehen. Es gibt für Sie unterschiedliche Möglichkeiten, mit einer Angstsituation umzugehen. Einerseits werden die Befunde gemeinsam mit einer Psychologin übermittelt, mitgeteilt, und es besteht hier jederzeit die Möglichkeit, psychologische Hilfe zu beanspruchen. Es wird einem auch der Umgang mit unterschiedlichen Coping-Strategien mitgegeben, das heißt, wie man sozusagen hier den Stress, die Angst bewältigen kann. Außerdem werden zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, eben eine weiterführende psychologische Behandlung, aber auch Teilnahme an Gesprächsgruppen oder Selbsthilfegruppen, um hier mit dieser Belastung umzugehen und aber auch um hier Entscheidungshilfen zu bekommen.